Es war ein ganz besonderer mittelbayerischer Landkreislauf. Die Veranstaltung war ja Corona-bedingt abgesagt worden, aber so einfach ausfallen lassen wollte niemand diese unglaublich schöne Sportveranstaltung. Die Teams waren von der MZ aufgerufen worden, ihre Lieblingsstrecken der letzten Jahre zu laufen. Aufgrund des 10-jährigen Bestehens des Armin-Wolf-Laufteams durfte unsere Mannschaft die Originalstrecke von Brennberg nach Wenzenbach ablaufen. Damit es auf der Strecke nicht so einsam war, wurden zwei Teams zugelost. Die Mamstars und ein Krones-Team. Für das Armin-Wolf-Laufteam gingen eine erste Mannschaft und das Future-Team sowie drei Ultras auf die gut 71 Kilometer lange Strecke. Die Mamstars und die Ultras starteten pünktlich um 8 Uhr. Um 8.30 Uhr folgte der Rest. Ein großer Betreuerstab sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Fahrradbegleitung und Versorgungsstationen, das musste einfach sein. Die Wechselstationen waren teilweise idyllisch gelegen. 14 Kinder in Begleitung von Erwachsenenläufern hatten sich die Strecke aufgeteilt. Dann ging es im Ziel hoch her. In 4 Stunden und gut 48 Minuten kamen die Erwachsenen vom Laufteam ins Ziel. Super schlugen sich die 14 Kinder, die 15 Minuten vor dem eigentlichen Zeitplan die Ziellinie überquerten. Dann der große Auftritt der Ultras. Holly Zimmermann und Manfred Seebauer waren überglücklich. Mauro Colotto hatte nach gut 50 Kilometern aufgeben müssen. Alle drei können stolz sein. Alexandra Wildner von der Mittelbayerischen Zeitung überreichte eine Torte und war hochzufrieden. Es ist natürlich Landkreislauf light, aber wir sind froh und dankbar, dass wir heute zumindest so eine ganz kleine Veranstaltung haben und dass wir heute schon mal die Strecke fürs nächste Jahr testen können. Auch dieser Landkreislauf light hatte einen Benefizgedanken. Nicht zurückgeforderte Startgelder der Teams und Sponsorengelder kamen in den großen Spendentopf. Vom Laufteamsponsor Meine Bank wurden 2000 Euro draufgelegt. Das Armin-Wolf-Laufteam hat beim Landkreislauf dieses Jahr eine tolle Leistung abgeliefert. Alle Läufer, sowohl die Ultraläufer, die normalen Staffelläufer und vor allem auch das Future-Team, waren super unterwegs und haben ein tolles Ergebnis erzielt für den guten Zweck. Wir von Meiner Bank sind stolz darauf, hier als Sponsor unterstützen zu können.
Und so kamen insgesamt 8.320,72 € zusammen. Das Geld geht an die Leukämiehilfe Ostbayern. Neben deren Patientenhaus an der Uniklinik Regensburg entsteht eine Sporthalle für krebskranke Menschen.